Lieben, und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Ich habe hier gerade die Vorhänge aufgemacht. Ich war jetzt 2 Tage nicht hier in der Ecke oder 3 Tage und bin erstmal fast umgekippt. Ja, ich zeige euch einfach mal, wie es hier gerade aussieht. Ich bin begeistert. Tada! Guckt euch das an. Ich habe das doch erst vorletzten Sonntag eingebuddelt. Und wie wunderschön, bitte, ist das alles aufgegangen. Guckt euch das an. Kohlrabi, Pori. Seht ihr das? Der kleine Pori, der ist alles schon rausgekommen. Hier haben wir Melone. Okay, der Stangensellerie ist noch nicht raus. Aber hier die ganzen Zucchini und Gurken und Kürbisse. Es ist einfach nur herrlich. Okay, das Wetter ist weniger herrlich. Obwohl besser als gestern. Gestern, ich zeige euch gleich. Weltuntergang in Himbergen. Von einer Sekunde auf die andere. Zack. Und draußen so ein Krach. Guckt euch das an. Das kann doch nicht wahr sein. Den ganzen Tag heute ist schon so ein Wetter. Immer wieder mal hagelt es, dann wieder ein paar Minuten Sonne und dann bricht wieder so ein Weltuntergang aus. Katastrophe. Und es ist windig, also richtig windig, wo man die Bäume sich anguckt. Nichts damit spazieren gehen heute. Ich wollte Nachmittag spazieren gehen vielleicht. Wie es gestern ausgesehen hat, das war echt Katastrophe. Ja, ich gieße jetzt die ganze Geschichte nochmal. Und dann überlege ich gerade, ob ich noch gleich noch eins reinhole von diesen Böttchen mit Erde. Ich habe nämlich Brokkolisamen gekauft und ich müsste irgendwo noch andere Samen haben. Platz habe ich ja hier noch. So, alles ist gegossen. Ja, ihr Lieben, ich werde heute nicht ganz so viel euch zeigen können, weil, ich entschuldige mich auch ganz doll dafür, aber ich habe momentan richtige Probleme mit meinem Computer. Das Programm, mit dem ich vorher immer geschnitten habe, macht überhaupt nicht mit. Ich habe jetzt das Video von Freitag stundenlang versucht zu schneiden. Geschnitten habe ich das, aber es wollte nicht gespeichert werden. Ich weiß auch nicht, was da los war. Irgendwann mal habe ich es einfach aufgegeben und dann habe ich mir ein anderes Programm geholt. Hat Rashi mir geholfen, aber damit kann ich überhaupt noch nicht viel machen. Also ich muss es mal sehen, mich damit zurechtfinden, wie das überhaupt funktioniert. So ganz einfach nur schneiden und speichern, das habe ich ja jetzt gemacht, sonst hätte ich gestern kein Buchvideo euch zeigen können. Aber ich muss erst mal sehen, wie man das mit Zeitraffer da macht, wie man da die Musik einfügt oder den Text. Weil das habe ich ja auch alles immer gehabt. Und dann nimmt dieses Programm irgendwie nicht wirklich, muss ich irgendwie noch, Katze, gucken, wie das funktioniert mit Intro. Weil das andere Programm hat Intro ohne Probleme genommen. Dieses Programm macht irgendwie Spacken, weil das Intro irgendwie einen anderen Format hat. Ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich gerade so ziemliche Probleme mit meinem PC. Eigentlich bräuchte ich ganz dringend einen neuen Computer. Das ist halt, ne? Also unser Computer ist schon ziemlich alt und ist eigentlich überhaupt nicht dafür gedacht, Videos zu bearbeiten. Und ich quäle ihn damit schon seit 2,5 Jahren oder bald 3. Er streikt mittlerweile, ja. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Erstmal mit dem alten Computer. Wir gucken uns schon um. Ist aber auch alles eine Geldfrage, ne? Wie jetzt Waltraud geschrieben hat, bei der Menge an Rasen fehlt hier ein Rasentrecker. Ja, natürlich fehlt hier ein Rasentrecker. Aber dafür haben wir kein Geld. Deine Söhne sagen das schon seit Jahren, dass sie einen Rasentrecker haben wollen. Mein Mann hier, wer sagt das? Faul. Nur faul, genau. Genauso wie nur faul, wenn ich sage, ich brauche einen Trockner. So. Brauchst du nicht, du hast jede Menge Platz, um Wäsche aufzuhängen. Genau, so sieht's aus. Ja, aber nur ein Computer, der hat sich selber letztens, ich habe auch schon gedacht, kannst du Gedanken lesen oder was? Weil der saß letztens und hat auch schon
nach neuen Computer sich umgeguckt. Für mich, ja. Nicht für dich, auch für mich. Für mich. Ne? Und dann müssen wir gucken, vielleicht klappt das auf jeden Fall. Habe ich gerade ein bisschen Problemchen mit Videoschneiden. Und ungeschnitten, ich könnte sonst versuchen, mit dem Handy aufzunehmen. Auf dem Handy habe ich auch ein Schnittprogramm. Aber dann werden die Videos ganz klein sein, weil auf dem Handy möchte ich jetzt nicht unbedingt so ein Stunden-Rohmaterial haben. Und dann dauert es einfach. Ich weiß nicht, ob ich... Kann ich ja versuchen. Aber auf jeden Fall, falls in den nächsten Tagen nicht wirklich viel kommt, liegt es nicht an mir. Ich bin auch gesund, mir geht's gut. Es liegt an meinem Computer. Ja. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Was auch immer heute noch passiert, ich habe keine Ahnung. So viel ist nicht geplant. Gekocht wird wahrscheinlich auch nicht wirklich. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben. Ich habe mich heute entschieden, keinen richtigen Vlog zu machen. Weil ich einfach heute nicht wirklich was... Ja, ich sag mal, Vorzeigbares machen will. Die Waschmaschine läuft. Geschirrspüler habe ich ausgeräumt und eingeräumt. Ist noch nicht voll. Hier habe ich ein bisschen, ja, so Ordnung geschafft. Den Topf lasse ich noch stehen. Den brauche ich gleich zum Abendessen. Mache nur Nudeln und so weiter und so fort. Wie ich tägliche Haushaltsgeschichten erledige, muss ich euch nicht wirklich auch täglich zeigen. Ich habe mir jetzt meinen Cappuccino genommen, aus dem Arbeitszimmer wurde ich vertrieben. Da sind jetzt die Jungs, also Papa und Rafi, die wollen was gucken. Und zwar, Rafi möchte sich ein neues Skateboard bestellen, weil er die von den Jungs, also die von Manuel und Christian, wir hatten ja welche, die sind nicht mehr so gut gewesen, weil die Jungs sind ja damit gefahren und er jetzt auch eine ganze Zeit lang und kaputt gemacht, ja. Rafi entwickelt sich voll zum Skateboarder. Keine Ahnung, wie er darauf kommt. Sein Kumpel war hier ja jetzt Wochenende auch mit seinem Skateboard. Aber Rafi hat sich jetzt vorgestern, hingepackt damit. Ich habe auch schon gesagt, also ohne wenigstens so Knieschoner und so lasse ich ihn nicht mehr auf die Straße. Aber natürlich mit seinen fast 14 Jahren will er das auch nicht tragen alles. Ne? Mal sehen, wer gewinnt. Ja, ich wollte heute nicht unbedingt so ein großen Vlog zeigen, sondern einfach nur ein bisschen reden. Ich habe hier jetzt nämlich, ich bin gerade auch so ein bisschen ja, erstaunt, was sich manche Menschen erlauben. Ich unterstütze ja super gerne die anderen Kanäle mit meinen Abonnieren und Daumen hoch und auch mal kommentieren, weil so ein YouTube-Kanal lebt wirklich von Kommunikation drunter. Ne? Also Daumen hoch oder runter interessiert YouTube eigentlich nicht wirklich. Die sind diese, ne, für den Blogger, ne, zu sehen, wem gefällt es nicht oder wie vielen Menschen es gefällt. YouTube sieht nur, dass das jetzt geklickt wurde, Daumen. Ne, wohin der zeigt, juckt es tatsächlich wenig. Aber die Kommentare, also auch nicht den Inhalt der Kommentare, da guckt YouTube nicht wirklich drauf, sondern die Anzahl der Kommentare, wie rege die Unterhaltungen sind unter so einem Video und so, das bringt sehr viel. Und ich unterstütze gerne andere Kanäle, vor allem so Mädels von drüben und Jungs auch natürlich, aber mehr Mädels, weil ich so gerne eben so Family Vlogs gucke. Also sprich sowas Ähnliches, wie ich es mache. Nur, dass die ganz viele Mädels von drüben auch eben auf Russisch vloggen. Und ich kommentiere dann halt gerne. Und wenn ich nicht gerade am Handy mir die Videos angucke, und ich gucke wirklich mir gerne Videos lieber am Computer an, weil es eben größer ist. Und ja, abends habe ich dann mehr Zeit, als jetzt so tagsüber mache ich das Handy selten an und gucke jetzt einfach irgendwelche Videos. Ne? Deswegen kommentiere ich zum Beispiel auch zurück, ne, eure Kommentare meistens erst früh morgens, wenn ich gleich drauf gucke, oder abends. Im Laufe des Tages habe ich nicht wirklich viel Zeit dazu. Entschuldigung. Und ich kommentiere lieber dann auf Deutsch. Weil hier auf Russisch habe ich auf dem Handy, klar, habe ich die Tastatur, muss nur einmal umswitchen, aber das dauert bei mir deutlich länger als auf Deutsch. Ich muss dann manchmal die Buchstaben tatsächlich erstmal noch suchen.
Und wenn ich am Computer sitze, dann kommentiere ich tatsächlich nur auf Deutsch, weil ich da gar keine russische Tastatur habe. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wie man da jetzt umschalten kann, ob ich überhaupt das auf meinem Computer habe oder ob man das irgendwie extra installieren muss. Kein Plan. Ne? Also ich kommentiere deswegen liebend gerne auf Deutsch, auch auf russisch geführten Kanälen, weil ich weiß, ne, die Mädels, zum Beispiel so Irina, Ida, Almusha, mehr habe ich auch, glaube ich, nicht, die hier in Deutschland sind, die ich mir angucke. Ich weiß, die wohnen hier in Deutschland und die verstehen auch Deutsch. Ne, sonst würden die, also Irina arbeitet zum Beispiel in einem Krankenhaus, in einem großen Krankenhaus. Also die könnte jetzt nicht ohne wenigstens ein bisschen Deutschkenntnisse da jetzt großartig irgendwie arbeiten. Deswegen kommentiere ich auf Deutsch. Ich weiß, dass die Mädels mich verstehen. Weil so ein Kommentar, den man schreibt, ist nicht für die anderen Zuschauer, für die anderen Abonnenten gedacht. Der ist eigentlich für die Bloggerin gedacht. Um ihr zu zeigen, dass man das Video gesehen hat, dass man die Meinung hat. Oder auch mal vielleicht ein Rat, weil Irina oder einige manchmal eben fragen, ja, womit putze ich das am besten? Oder ja, ich habe jetzt das und das und ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ja, und dann schreibt man gerne auch mal, wie ihr das bei mir auch tut. Ne, eure Meinung, ja, versuch mal das und dies oder ja, super Video, es hat mir gefallen und so weiter und so fort. Ne? Also negative Kommentare habe ich in meinem Leben bis jetzt noch nicht einmal geschrieben. Wenn mir ein Video nicht gefallen hat, dann mache ich das einfach aus und gehe weiter. Gucke mir was anderes. Ja, also auch ein schlechtes Video, ich sag mal, für mich vielleicht ein schlechtes Video, jemand anderem hat es gefallen. Ne? Und das erfordert trotzdem Arbeit und einfach mal jetzt Daumen runter zu setzen und die Arbeit des Menschen, sag mal so, mit Recht zu bewerfen, das gehört sich nicht. Finde ich auf jeden Fall. Ja, auf meinem Kanal ist es in letzter Zeit zum Glück nicht so oft vorgekommen, dass jemand blöd kommentiert hat. Daumen runter, ja, die ignoriere ich mittlerweile. Aber ich habe jetzt auf anderem Kanal was geschrieben und dann hat eine Person, erstmal habe ich gesehen, auch auf Russisch schreibt die Person dann, oh, und wo ist denn jetzt mein Kommentar geblieben für Madame Suppenfee? Dann habe ich drunter gesehen, also dass das Komische ist, wenn ich, ich sehe das ja hier in Dings angezeigt, in der Leiste, wo man jetzt sehen kann, ne, der so auf Nachrichten klickt. Wenn ich dabei auf die Nachricht klicke, ist die Nachricht weg. Das heißt, dass das gelöscht worden ist. Ich nehme mal an, dass die Besitzerin von einem Kanal das gelöscht hat und deswegen wird die komplette Nachricht mir nicht angezeigt. Ich würde gerne wissen, was diese komische Person weitergeschrieben hat. Und zwar auf Russisch. Ne? Der erste Kanal der erste Kommentar war eben, ich sehe das nur ein Teil davon. Interessant, die Suppenfee auf russischen Kanal immer wieder auf Deutsch schreibt. Noch eine Dame, die ihren Kanal auf Russisch führt, eine Xenia erwähnt er hier, schreibt die Person, für wen die den Blog führt, weiß ich nicht, kann ich nicht verstehen und so weiter. Ich nehme mal an, dass das über die andere, wenn man ihren Deutsch nur eine Minute hört, dann ja, und dann hört das auf. Dann kann ich den Kommentar nicht mehr weiterlesen. Dann habe ich geantwortet, dann kam dieser Kommentar von wegen, wo ist eigentlich mein Kommentar geblieben? Und dann habe ich darauf geantwortet, ja, vielleicht hat Irina das gelöscht. Also Irina, das ist die Bloggerin, die andere Irina. Und hier kommt, ich kann das auch nur zum Teil lesen, da weiter wird mir nicht angezeigt, weil das wahrscheinlich auch wieder gelöscht wurde. Suppen für Irina Vlog, naja, dann können Sie wohl doch auf Russisch lesen. Stelle sich nur immer, da steht, prosta шифрируйтесь под коренную жительницу, da. Das heißt, stellen sich an oder tun so, als ob sie echte Deutsche wäre. Habe euren Blog mir angeguckt. Das ist das Letzte, wie man hier sagt. Oder auf Russisch, oder Panaschamo auf Russisch, Dno, also der Boden. Und weiter wird nicht mehr angezeigt. Nur mal an, der Boden von allem, was es gibt, ja.
Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Also das ist ja jetzt nicht auf meinem Kanal gewesen, nicht hier bei uns, ne, sondern auf einem anderen Kanal. Aber alleine, dass die Menschen sowas sich erlauben. Ich habe dann auch jetzt der Person, also der den Kanal gehört, geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt meine Videos guckt. Ich weiß, dass ihre Mama meine Videos sich anguckt. Auf jeden Fall habe ich ihr jetzt auf Instagram geschrieben, dass ich sehr gerne eigentlich ihre Videos mir angucke und auch sehr gerne kommentiere und sehr gerne auch mit Rat zur Seite stelle, mich stelle, weil letztes hat sie gerade was gefragt und ich habe dann auf Deutsch auch geantwortet, aber ich mache das nicht mehr. Nur wenn ich tatsächlich Zeit habe, auf Handy mir auf Russisch zu kommentieren, aber sonst schreibe ich einfach nichts mehr, weil das tut einfach echt irgendwo auch mal weh, wenn man schreibt. Und dann wird man von anderen, weil Irina hat mal auch geantwortet, als das erste Mal jemand mich so angegriffen hat und auch meinen Kanal mit Dreck beworfen hat, von wegen, das ist das allerletzte und ich kann sowieso nicht richtig Deutsch und was ich da alles zeige, will eh keiner sehen und man sieht ja, dass mein Kanal nur der letzte Dreck ist, weil so wenig Abonnenten sind und so weiter. Ne? Das juckt mich alles nicht, aber trotzdem, wenn man gerade Menschen was Gutes tun will und die anderen so fies darauf reagieren, dann überlegt man sich mehrmals, bevor man wieder irgendwas eben Gutes tut. Ne? Nur Daumen hoch ist klar, natürlich mache ich sowieso, aber nur so ein Herzchen in Kommentare zu setzen, wo ich eigentlich was sagen würde, ist nicht meins. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nichts zu sagen habt für mich oder so. Wenn ihr mir ein Herzen unten in den Kommentaren lasst, ne, ist super. Oder mein Lieblingssmiley mit den drei Herzchen im Gesicht. Das freut mich natürlich. Ich weiß das dann einfach nur, dass ihr das Video euch angeguckt habt. Ihr müsst nicht immer was dazu sagen. Aber wenn ich dann was sage auf anderen Kanälen und so doof angemacht werde, dann weiß ich nicht, dann überlege ich mir wirklich mehrmals, bevor ich irgendwas sage. Ne? Also, weil oft ist es wirklich so, man will helfen, ne? Die Bloggerin, ich meine jetzt nicht nur sie, fragt irgendwas, hat irgendein Problem, sei es nun haushaltstechnisch oder eben, ich lebe halt nur ein bisschen länger schon in Deutschland als die Mädels alle, die ich jetzt gucke. Und dann will man vielleicht was raten, wo man was am besten kaufen könnte oder sonst irgendwas, ne? Und dann wird man so angegriffen von Personen, die, keine Ahnung, also ich kann jetzt nichts sagen. Ich kenne die Menschen natürlich nicht. Diese DJ, die da jetzt, ob das nun ein Mann ist oder eine Frau, ich bin da auch nicht auf den Kanal von der Person draufgegangen. Die haben wahrscheinlich nichts anderes zu tun, außer jetzt sowas zu kommentieren, die anderen Kommentare oder anderen Menschen schlecht zu machen. Also mir ist es, auf meinem Kanal dürft ihr natürlich kommentieren, wie ihr wollt. Ob nun auf Deutsch oder auf Russisch. Ich verstehe beide Sprachen und ich habe nichts dagegen. Also ich habe noch nie, obwohl mein Kanal auf Deutsch geführt wird, nicht ein einziges Mal irgendwas gesagt. Und ich finde auch auf meinem Kanal auch, wurde nicht ein einziges Mal irgendwie gemeckert über jemand anderen, der dann auf Russisch kommentiert hat. Also die deutschen Abonnenten, die nehmen das einfach hin, auch wenn sie das vielleicht dann nicht lesen können. Weil, ich weiß nicht, ich finde, die Deutschen sind wahrscheinlich da irgendwie auch toleranter, die man kriegt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, komischerweise auf meinem Kanal wurde das noch nicht einmal bemängelt oder irgendwie komisch kommentiert, dass jemand auf Russisch Kommentare schreibt. Obwohl der Kanal auf Deutsch geführt wird. Aber eben auf vielen russischen Kanälen, die in Deutschland leben, von denen die Blogger in Deutschland leben, da wird immer wieder so ein Riesenproblem daraus gemacht, wenn jemand auf Deutsch kommentiert. Und vor allem von den Personen, die selber in Deutschland leben. Ne, das ist es ja, das Komische. Die Russen, die in Russland leben oder in Ukraine oder sonst wo, Moldawien, ne, wie bei Irene, da habe ich noch nichts gehört. Also noch nichts gelesen irgendwie. Aber die Russen, die in Deutschland dann leben, die sich diese Kanäle auch angucken, so wie ich, die regen sich dann auf, wenn einer auf Deutsch schreibt. Interessant, ne? Naja, egal. Wollte ich nur mal mir ein bisschen Luft machen. So ab und zu muss es sein.
weil das mich gerade so jetzt ein paar Stunden schon richtig aufgeregt hat, dass sich manche einfach sowas erlauben. Einfach ohne zu kennen, ohne irgendwie groß zu wissen, hat wahrscheinlich sich 3 Minuten von irgendwas angeguckt von mir und erlaubt sich die Meinung, dass mein Kanal das allerletzte Dreck wäre. Und ja, ich sowieso, ne, das ist eben ganz komisch. Also, dass man sowieso sich erlaubt, irgendwie anderen Menschen so anzugehen. Ich weiß nicht, das wird, habe ich das Gefühl, auch jetzt in diesem Jahr Corona, mein Handy ist dreckig. Corona irgendwie immer mehr. Die Leute drehen wohl durch, keine Ahnung. Die sitzen zu Hause, haben nichts anderes zu tun oder so wahrscheinlich. Und ja, fangen an zu spinnen und die anderen Menschen anzugreifen. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, ich werde heute jetzt nichts großartig kochen, backen, ein bisschen was aufräumen noch und putzen und dann setze ich mich wieder an den Computer und werde mich versuchen, mit dem Programm auseinanderzusetzen und zu gucken, wie da was funktioniert. Deswegen wird heute nur so ein Blablabla Video kommen, denn solche Videos muss ich ja mal am wenigsten schneiden. Ja, so ist das. Und wenn ihr vielleicht Hilfe habt für mich, Rat und Tat und wie auch immer, dann immer her damit. Ich habe mir jetzt das Programm Shotcut runtergeladen. Vorher habe ich tatsächlich, ich gebe es zu, ich Dinosaurier habe noch mit dem Movie Maker geschnitten, weil ich damit einfach nur am allerbesten klar kam und für mich hat er gereicht. Jetzt habe ich mir was anderes geholt, aber ich nehme mir erstmal auch nur kostenlose Programme und gucke mir die an, weil ja, noch verdiene ich nicht wirklich was, um selber da jetzt großartig Geld reinzustecken. Ihr Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne neue Woche. Ich habe jetzt ein paar Termine. Dienstag werde ich meine Brille abholen. Bin gespannt, wie die geworden ist. Und ich werde dann gucken, ich denke mal, ich werde Dienstag auch Großeinkauf machen. Für dieses lange Wochenende, was vor uns ist. Wir haben jetzt auch schon angefangen, für die kommende Woche einen neuen Essensplan zu erstellen. Den zeige ich euch aber morgen, denke ich. Wenn der fertig ist, noch sind da nur 3 Vorschläge. Ohne richtige Menüplan. Ja. Auf jeden Fall, bleibt gesund, ihr Lieben. Und lasst euch nicht ärgern. Ich versuche es auch. Wenn ich die nächsten Tage gar nicht mehr online komme, dann habe ich meinen Computer aus dem Fenster geworfen. Ich war kurz davor die letzten Tage. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, trotz dem ganzen Gemecker, Daumen hoch, abonnieren, wer mag, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir. Und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Drückt mir die Daumen. Tschüss, ihr Lieben.